So Leute, da sind wir am nächsten Deck Tag. Da ich das letzte Mal ja sehr viel über das UB Shadow geredet habe während dem Ninja Deck Tag, habe ich mir mal das UB Shadow von Domme geschnappt und habe gesagt, hey, ich muss das mal vorstellen. Ja, diesmal mit neuem Setup. Wir haben hier oben jetzt so ein Podest, wo ich die Karten euch hinlegen werde, damit ihr die Karten auch ein bisschen besser lesen könnt, während ich sie vorlese. Das wurde sich gewünscht und ich denke, das ist so die beste Möglichkeit, das zu realisieren. So, kommen wir zum Deck. Wir spielen UB Shadow. Als allererstes haben wir vier Shadows. Das ist die namensgebende Karte. Ein Mana 13-13. Ja, der Effekt ist ja egal. Nein, der Effekt sagt, diese Kreatur hat immer minus x minus x, wobei x die Anzahl an Leben ist, die man hat. Bedeutet, wenn man bei Full Life ist, hat diese Karte einfach minus 7, minus 7. Sollte man jetzt auf 10 Leben sein, ist das ein Einmanner 3-3er. Um natürlich Leben zu verlieren, brauchen wir natürlich coole Sachen. Coole Sachen sind zum Beispiel diese Street Drafts. Street Drafts, ich muss die mal so rumsetzen. Das ist für mich ein bisschen seltsam, weil ich die Karten immer so nicht so rumsetze. Street Drafts sind Kreaturen, die ich cyclen kann, die man cyclen kann, so ist besser ausgedrückt, für 2 Leben. Also man muss kein Mana dafür bezahlen, man kann einfach Cycle Street Draft machen. Man bezahlt für 2 Leben, das ist das, was wir wollen. Und man hat eine Kreatur im Friedhof, und zwar ein 3-4er mit Swampwalk. Das kann später nochmal relevant werden, wenn ich euch nachher noch andere Karten aus dem Deck zeige. Kommen wir weiter zu einer Karte, die ebenfalls sehr oft mit UB Shadow zusammengespielt wird. Gurmag Angler. Ein schwarzes Mana, 5-5. Ein schwarzes Mana, weil Delph. Diese Karte hat 6 farblose Kosten drin. Diese 6 farblosen Kosten kann man ersetzen durch 6 Karten, die man aus dem Friedhof exilt. Das ist ziemlich strong, gerade wenn man jetzt sowas wie eine Street Rave hat, mit dem man eben sehr viele Karten in seinen Friedhof bekommt und sehr schnell auch Karten in seinen Friedhof bekommt. Dementsprechend ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, Turn 2, Turn 3 so einen 5-5 Gurmag-Angler aufs Spielfeld zu bringen. Die nächste Karte, weil wir sprechen ja von einem UB-Shadow-Deck, also ein blau-schwarzes Shadow-Deck. Und diese Karte zeigt euch auch, warum ich das Deck von Domme bekommen habe, beziehungsweise es beweist halt, dass es das Deck von Domme ist. Delver of Secrets. Ich lege die Original-Delver-Karte jetzt mal drüber. Gucken, ob das hält. Das hält, jawohl. Delver of Secrets ist ein 1-Mana-1-1er, der sagt, zu Beginn des Versorgungssegments guckt man sich die oberste Karte seines Decks an. Man kann sie offen vorzeigen und wenn es eine Instant oder Sorcery ist, dann flippt der Delver. Und wenn er flippt, ist er einfach ein 3-2-Flieger. Ganz oft kann man diese Karte einfach in der ersten Runde als 1-Mana-1-1er spielen und bevor man angegriffen hat, ist sie schon geflippt und man hat einfach in der ersten Runde einen 3-2-Flieger gespielt. Das macht Delver-Decks so gut. Dieses Deck ist praktisch ein Blue-Black-Delver-Deck. Wenn wir schon bei diesen komischen fliegenden Dingern sind, haben wir mittlerweile die neueste Karte, glaube ich, daraus. Ich meine, es wäre die neueste, bin mir nicht ganz sicher. Brazen Burrower wird zweimal gespielt. Brazen Burrower ist ein 3-Mana 3-1er, den man für Flash, also spielen kann, wenn man möchte, fliegend und kann nur fliegende Kreaturen blocken spielen kann. Oder man spielt ihn für 2 Mana, spielt ihn dann als einen Instant-Spell und sagt, man bringt eine nicht-permanente Karte zurück auf die Hand. Das ist wichtig, weil dieses Deck fällt zu gewissen Karten einfach instant um. Decks wie Moon haben zum Beispiel ziemlich einfach, weil dieses Deck ist schwach gegen Blood Moon, dieses Deck ist schwach gegen Chalice. Diese Karte regelt kurzzeitig mit beiden und kann deshalb sehr gut agieren. Plus ist einfach ein guter Beater und ein allgemeiner guter Removal. So, wenn wir blau spielen, spielen wir natürlich 4 Brainstorms sind für mich einfach gefühlt in jedem blauen Deck gesetzt. Ich kenne, glaube ich, kein blaues Deck. Aber wobei, Mehrvolk spielt, glaube ich, keine Brainstorms. Nee, Mehrvolk spielt keine Brainstorms. Brainstorm kennt eigentlich jeder. Ein Mann hat sie 3 Karten, legt 2 Karten um sein Deck. Meiner Meinung nach die schwerste Karte, die man in Legacy spielen kann. Zu 4 Brainstorms gesellen sich, wie immer, auch 4 Ponder. Lege ich jetzt da hoch, kann man auch wunderschön lesen. Ja, hier, wunderschön steht der Text da. Ponder sagt, man guckt sich die obersten 3 Karten an, legt die im Liebe-Reihenfolge zurück, dann darf man sein Deck mischen, wenn man möchte, und danach zieht man eine Karte. Das ist schon mal alles, ist ähnlich wie im Brainstorm. Bei Blau gibt es auch Counterspells. Wir spielen tatsächlich einen meiner Lieblings-Counterspells, weil ich ihn einfach super cool finde. Stubborn Denial. Ein Mana ist das ein Counterspell, der sagt, man kontert einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch, es sei denn, der Beherrscher zahlt ein Mana. Der hat aber auch Ferocious. Das bedeutet, wenn ihr eine Kreatur habt mit Stärke 4, also wahrscheinlich den Gurmag-Engler oder den Death Shadow, dann kontert ihr für ein Mana den Non-Kreaturen-Spell fest, einfach so, fest, weg. Zack, weg. Gute Karte.
sehr, sehr gute Karte, weil dieses Deck eben auch schwach gegen Swords to Plowshares ist. Also dieses Deck hat eine Menge Schwachstellen. Warum es so gut ist, kann ich euch gleich noch nach ein bisschen erzählen. Da haben wir, wie immer, 4 Days, unser Counterspell, mit dem man auch Länderzug auf die Hand nehmen kann. Was in diesem Fall, in diesem Deck, wirklich wichtig ist. Dazu haben wir 4 Force of Will, weil Force of Will nun mal der primäre Counterspell ist. Und wenn wir schon Counter spielen, dann macht es Sinn, auch den Besten zu spielen. Force of Will, man kann einen Spell countern, indem man eine blaue Karte von der Hand abwirft. Muss man jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ich denke, ein paar von den Karten, die ich erkläre, sind auch selbsterklärend. Force of Negation ist dasselbe in blau. Nein, ist ein 3-Mana-Instant, der halt auch für eine blaue Handkarte abgeworfen benutzt werden kann, aber dann nur im Gegnerzug. Und er kontert einen Nicht-Kreaturenzauber und er exilt ihn. So, jetzt kommen eine ganze Menge One-Offs. Und zwar One-Offs, die man so auch selten kennt. Das heißt, eine ganze Menge sind halt 2 One-Offs. Ah, hier ist Snuff Out. Snuff Out ist ein 4-Mana-Spell, der eine nicht-schwarze Kreatur zerstört. Die kann nicht regeneriert werden. Wenn man einen Sumpf kontrolliert, kann man 4 Leben bezahlen, um diesen Spell zu spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Das ist halt schon ganz gut, weil wir versuchen ja, den Death Shadow mit möglichst so mit 6-7 Leben zu enden und dann dem Gegner auf die Schnauze zu hauen. Natürlich müssen wir dabei immer aufpassen, dass wir nicht in Lightning Bolts rennen, weil auch gegen Lightning Bolts ist dieses Deck ziemlich schwach. Dann haben wir Dismember. Dismember ist halt so immer so mit Snuff Out in denselben Slots drin. Dismember ist ein Instant, der -5/-5 gibt, den man für 3 Mana spielen kann oder für 1 Mana und man zahlt 4 Leben oder für 2 Mana und man zahlt 2 Leben. Sehr flexibel, sehr versibel und -5/-5 tötet so ziemlich auch jede nicht schwarze Kreatur, die man mit Snuff Out targeten kann. Allerdings eben nicht alle. So, dann haben wir 2 Reanimate Spells. Reanimate Spells einfach nur, um nochmal an unsere Kreaturen ranzukommen. Denkt man sich, okay, die Delva und die Death Shadows sind ja eh so günstig. Warum spielt man dann nicht einen anderen Reanimate Spell? Wir spielen mit Absicht Reanimate. Aus dem Grund heraus, dass wir in der ersten Runde Street Draft cyclen können, Reanimate auf den Street Draft, dann haben wir in der ersten Runde 3-4 Swamp Walker gespielt und wir sind einfach schon mal auf 13 Leben. Das ist schon ziemlich gut, weil dann der Death Shadow ab der nächsten Runde im Normalfall aktiv ist. Außerdem trifft Reanimate auch das Gegnerdeck. Und wie oft ich mit diesem Deck gegen Reanimate zum Beispiel gewonnen habe, weil ich die gegnerischen Grizzlebrand reanimiert habe, das wollt ihr gar nicht wissen. Das ist abartig viel. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich vermisse dieses Deck auch so ein bisschen. Ich finde es immer noch ein sehr, sehr schönes Deck. Abgerundet werden die Zauber durch Thoughtseize. Thoughtseize, 1-Mana-Discard-Spell, der eben 2 Leben kostet. Auch hier, diese 2 Leben kosten, ist hier eher positiv zu sehen als negativ. Wir versuchen ja, unser Leben runterzuprügeln. Und da hilft Thoughtseize ganz gut. Außerdem kann man so coole Dinge tun, wie Turn 2, Thoughtseize den Gegner, Reanimate, was immer man gerade im Gegner abgeworfen hat. Nun kommt das Interessante. Das Interessante ist die Mana-Basis meiner Meinung nach. Denn die Mana-Basis startet mit dem Wichtigsten, was dieses Deck zu bieten hat. Und zwar spielt es Schockländer. Und zwar mit Absicht Schockländer, damit man sich eben Leben ziehen kann. 3 Water Graves an der Zahl kommen Endtap des Spiels, wenn man 2 Leben bezahlt. Ist ähnlich wie ein Duel. Meiner Meinung nach das coolere Land. Das uncoolere Land, was wir spielen, ist, weil wir spielen nun mal Legacy, das Underground Sea, 2 Stück. Es gibt auch Listen, die spielen nur ein Underground Sea und spielen dann noch eine Insel bzw. einen Sumpf, je nachdem, was einem lieber ist. Ich würde die Insel bevorzugen. Ich finde das nicht so gut. Aus dem Grund heraus, erstens, ich habe 2 Uzis, möchte deshalb auch 2 Uzis spielen. Zweitens, lähmt ist das Deck ein wenig. Und dieses Deck, weil das sind alle aktiven Länder, die ihr habt. Ihr habt 5 aktive Länder. Wenn du dann noch gelähmt wirst durch falsches Fetchen oder Probleme in der Mana-Basis, bist du auch wieder ganz schnell hinten dran und kannst nicht weiterspielen. Das finde ich sehr, sehr schade und deswegen spiele ich da lieber die Uzis. So, wie kommen wir an die Karten ran? Wir kommen an die Karten ran, indem wir 4 Polluted Delta spielen, ein ganz normales blau-schwarzes Fetchland und 4 Scalding Tarn. Auch hier, man könnte irgendwelche schwarzen und blauen Fetchländer spielen, solange man 8 Stück spielt. Ich glaube, man könnte damit dann jedes, was blau beinhaltet und jedes, was schwarz beinhaltet, spielen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder es kann sein, dass man eins doppelt spielen muss. Auf jeden Fall sollte man das auch tun gegen sowas wie Pithy Needle oder ähnliches. Wäre das sogar besser. Hidders ist halt einheitlicher, schöner und gerade um auf die auf Decklisten zu schreiben für Turniere, wenn sie irgendwann wieder kommen, ist das hier wesentlich einfacher. Die letzten 4 Slots dieses Decks, weil wir spielen nun mal ein Delver-Deck und damit ein Tempo-Deck und ein Tempo-Deck oder ein Agro-Tempo-Deck, kommt nicht ohne Wastelands klar, um den Gegner zu verlangsamen. Und das haben wir hierbei auch. Haben wir die Mana-Basis durch, kommen wir zum Sideboard. So, im Sideboard haben wir eine Menge Karten, um schlechte Matchups gut zu machen. Und das machen sie ziemlich, ziemlich effizient. Wir starten mit Hymn to Turak. Hymn to Turak, 2 schwarze Mana, ein Spieler eurer Wahl wirft 2 random Karten ab. Das kann Turn 2 den Gegner schon so weit nach hinten werfen, dass er nicht mehr es schafft, euren Turn 1 geflippten Delver aufzuhalten.
sehr, sehr gute Karte, gerade gegen Control oder ähnliche Leute, die mit ihren Handkarten sehr weit planen. Auch gegen Control sehr, sehr gut, Liliana the Last Hope, ein 3-Mana Planeswalker mit plus 1, eine Kreatur kriegt minus 2, minus 1. Damit tötet man kleine Kreaturen, nervige, komische Flieger, die Death Touch haben oder kleine Talias, die einen auch sehr stören können. Minus 2, man legt zwei Karten aus seinem Deck in seinen Friedhof und nimmt dann eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Das benutzt man in diesem Deck sehr, sehr selten, weil man hat nicht so viele Kreaturen. Und minus 7 ist ein Emblem, das sagt, zu Beginn des Endsteps kriegt man x 2-2 Zombie-Spielsteine, wobei x die Anzahl an Zombies ist, die man kontrolliert, plus 2. Auch das, wenn man einmal das Emblem hat, überrennt man den Gegner sehr, sehr zügig. Friedhofshass, immer Friedhofshass spielen. Surgical Extraction, wunderschön. Auch hier kann man zwei Leben für bezahlen, statt das Mana. Das möchten wir in diesem Deck ja. Und man nimmt eine Karte aus dem Friedhof, das kein Basisland ist, von irgendeinem Spieler. Und das wird exiled und alle mit demselben Namen aus Hand, Friedhof und Deck. Einfach sehr, sehr gut gegen komische Friedhofsdecks. Dann spielt dieses Deck ebenfalls noch ein Winter Orb. Winter Orb, ein Artefakt, das gerade auch wieder gegen Control sehr, sehr gut ist und sehr, sehr effizient ist. Aus dem Grund heraus, dass ein Control-Deck meistens mit sehr vielen Ländern arbeitet. Sie versuchen hier einfach nur Land, Go, Counter, Land, Go zu machen. Und man hat ja gesehen, wir haben 5 effektive Länder, davon nutzen wir meistens so 1, maximal 2. Und mit unseren Wastelands können wir das Land, was enttappt, auch noch relativ gut zerstören im Drawstep und können damit den Gegner für ein paar Runden lähmen. Und solange der Gegner gelähmt ist, können wir auf ihn eindreschen. Und wenn wir auf ihn eindreschen, gewinnen wir das Spiel. Oh, ich habe eine Friedhofshass-Karte vergessen. Gravedigger's Cage, gleichzeitig Friedhofshass, wie auch gegen Elfen. Das ist ein Ein-Mana-Artefakt, das sagt, Spieler können ihr Deck und ihre Bibliothek ihr Deck und ihren Friedhof nicht mehr nach Kreaturen durchsuchen, die ins Spiel bringen. Und sie können nicht Karten aus Friedhöfen oder Bibliotheken spielen, also auch nicht casten. Was ganz cool ist mit Flashback-Spells, weil das hält die einfach komplett auf. Dann haben wir die, finde ich, das ist die neueste Karte. Nicht finde ich neueste, sondern ist die neueste Karte. 2 Eliminate. Eliminate, 2 Mana Instant, zerstöre eine Kreatur, dein Planeswalker, Mana kosten 3 oder weniger. Es gibt Versionen dieses Decks, die statt diesen zweiten Underground Sea, beziehungsweise die Insel, ein grün-schwarzes Schockland spielen und dann Abrupt Decay in diesem Slot spielen. Ich finde die blau-schwarze Straight-Up-Version einfach immer noch besser. Und da man auch in dieser blau-schwarzen Straight-Up-Version mit Oko dealen muss, macht Eliminate Oko ziemlich schnell platt. Und natürlich auch andere Kreaturen und Planeswalker. Dann haben wir 2 Plague Engineers. Plague Engineer, die Leute haben aufgeschrien, als diese Karte kam. Die ganzen UB-Shadow-Spieler, die haben sich super hart gefreut, weil es ist nun mal endlich eine Karte, die gegen Death and Taxes was machen kann. Weil man setzt sie auf Human und Death and Taxes hat sein halbes Deck verloren. Und Death and Taxes ist ein schlechtes Matchup. Man kann natürlich auch gegen Elfen das Ding spielen, auf Elfen setzen. Und im Notfall hat man immer noch einen 2-2 Death Toucher. Auch nicht so verkehrt. Dann kommen wir zu der Ratchet Bomb. Ratchet Bomb ist eine Karte, die gespielt wird, die meiner Meinung nach über Geth's Throne gehört. Es gibt Leute, die spielen Geth's Throne. Ich spiele lieber die Ratchet Bomb. Beide Karten haben ein Ziel, und zwar sie wollen Chalice of the Void zerstören. Man hat jetzt gesehen, wir haben im Mainboard sehr viele Ein-Mana-Spells und diese Ein-Mana-Spells werden von Chalice of the Void nun mal eliminiert. Und da ist wirklich das Problem. Wir kommen da nicht mehr raus, wenn wir keinen Ratchet Bomb haben. Beziehungsweise mit dem Throne of Geth einfach hinzugehen und eben die Marke zu erhöhen und zu proliferaten und somit eben den Gegner sein Leben schwer machen, indem wir die Zweier-Spells, wovon wir nicht so viele haben, kontern lassen. Aber ich finde, es ist wirklich wichtiger, hinzugehen und einfach am Board ein paar Removal zu haben, da man mit dieser Karte eben auch andere Karten, nicht nur die Chalice, beantworten kann. Sehr, sehr gute Karte mit Charge-Countern. Und wenn man sie opfert, zerstört man alles mit der Anzahl an Charge-Countern. Man sieht, das Sideboard ist sehr schwarzlastig. Man kann hier immer noch weitergehen und kann noch eine zweite Liliana Last Hope spielen, das komplette Sideboard schwarz machen. Ich bevorzuge in der aktuellen Version einen Hydroblast. Der Hydroblast ist halt besonders gut gegen diese ganzen Mono Red Prison Decks, es ist gut gegen Show and Tell, es ist einfach eine gute Karte gegen jedes Deck, das diese Red Elemental Blast reinnimmt. Und Ruination kann uns halt auch ziemlich den Tag verhageln. Und natürlich, weil gegen Combo ein weiteres Force of Negation, weil Force of Negation ist gut gegen Combo. Kommen wir dann zur Zusammenfassung. Obi-Shadow ist für mich eins der schönsten Decks der letzten Jahre. Ich finde es mega interessant, als kurze Trivia, dass Death Shadow in Modern erst ein Deck wurde, als die Gentaxian Probe gebannt wurde. Im Legacy wurde Death Shadow ein Deck in dem Moment, wo Gentaxian Probe gebannt wurde.
Also eine Karte, die dieses Deck unglaublich gut machen würde und unglaublich gut in dieses Deck passen würde, wird gebannt und die Leute spielen dieses Deck auf einmal. Im Legacy hat es damit zu tun, dass zum gleichen Anzug der Deathrite Schamane gebannt wurde und der Deathrite Schamane dieses Deck hier sehr hart aufgehalten hat. Zum Deck selber. Ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist schlecht für das Deck, dagegen verliert das Deck sehr schnell, dagegen verliert das Deck und hiergegen verliert das Deck. Das Deck ist halt wirklich, wirklich schwach gegen Swords to Plowshares, weil man muss die Leben wieder runterprügeln. Terminus, weil man hat das Board ziemlich voll. Es ist schwach gegen Blood Moon, weil man hat nur Non-Basics. Es ist schwach gegen Chalice, weil man hat sehr viele Ein-Mana-Spells. Lightning Bolt ist auch keine Karte, die dieses Deck sehen möchte. Und generell ist es sehr, sehr schwierig, mit diesem Deck zu agieren. Man bewegt sich sehr hart auf Messerschneide. Aber mit dieser Art und Weise, wie man hier eben spielt, mit dieser riskanten Art und Weise, auch mit den Lebenspunkten, kommt nun mal auch eine große Konstanz und wirklich ein sehr, sehr geiles Aggro-Potenzial und ein Spielstil, der wirklich einmalig ist und auch sehr, sehr viel Spaß macht. Und gerade mit dem Sideboard und auch viel mit dem Mainboard kann man eben auch die Schwachstellen dieses Deck hat sehr leicht umspielen. Und wenn man ein bisschen aufpasst und dieses Deck wirklich lernt und es spielen möchte, dann ist es auch kein Problem mehr, weil dann kann man auch gegen sehr, sehr schlechte Matchups wie Death in Texas oder Miracles immer noch sehr, sehr gut abschneiden. Ich sage nicht, dass das Training einen automatisch gewinnen lässt, wenn man mit diesem Deck gut spielen kann, dass man gegen diese Decks easy peasy gewinnt. Das ist eher nicht der Fall. Aber man kann es eben aus einem 100-0 Matchup zu einem 60-40 Matchup machen. Und das ist schon nicht schlecht. Dieses Deck basiert halt darauf, dass man wirklich sich selber wehtut, damit man dem Gegner wehtun kann. Ich finde es sehr, sehr cool. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne unter die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.